Hallo Leute, ich bin heute beim Paintball in Oldenburg und zusammen mit meinem Kameramann Keno werde ich das mal ausprobieren und uns ein bisschen gegenseitig durch die Halle jagen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sind mit Peter verabredet. Er leitet zusammen mit zwei Freunden die neue Paintball-Arena in Oldenburg und möchte uns erzählen, was Paintball eigentlich ist. Paintball ist ein Freizeitsport, den also jeder spielen kann. Es gibt da einmal den Bereich ab 18 oder jetzt sogar für Jugendliche ab 12 bieten wir das hier bei uns in der Anlage zum Beispiel an. Wie gesagt, da es ein Freizeitsport ist, gibt es auch einen Ligabetrieb. Und was habt ihr hier für die Spieler aufgebaut? Also hier bei uns in der Anlage gibt es drei Spielfelder mit einer Fläche von knapp 2.500 Quadratmetern. Das sind zwei Szenariofelder, wo wir halt so Freestyle-Deckungen gebaut haben aus Holz. Da ist kleine Hütten, Wassertanks, Paletten, ein paar Autoreifen sind dabei. Und ein Sub-Air-Feld, das ist so das, wo die im Ligabetrieb halt auch drauf spielen. Das sind so aufblasbare Hindernisse, Deckungen, wo man halt auch drauf spielen kann. Die Spieler, die hierher kommen, buchen bei uns ein Zeitpaket und können sich halt die Spielfelder dann aussuchen. Was für Tipps hast du denn für mich, damit ich meinen Kameramann heute so richtig abziehe? Also ich würde dir empfehlen, dass man schnell ist, sich gut versteckt und dann immer guckt, dass man den anderen irgendwie aus der Deckung lockt, indem man ein bisschen, wenn man sich irgendwo versteckt, auf die Deckung schießt und dann einfach ihn so ein bisschen herausfordert. Ich glaube, da könnt ihr schon Spaß haben. Okay, probieren wir mal aus. Bereit für Action? Ich glaube, du hast da was missverstanden. Also so kannst du hier leider nicht spielen. Wir sind hier beim Paintball. Das ist ja ein Fun-Sport und mit deinem Outfit passt das so leider nicht, da wir nicht auf dem Truppenübungsplatz sind. Würde ich dir jetzt einfach mal die passende Kleidung geben und dann kann es losgehen, glaube ich. Okay. So besser? Ja, das sieht doch perfekt aus. Ich sehe, du hast dir ein Overall geholt bei uns. Das ist super. Alternativ könntest du natürlich beim nächsten Mal auch einfach alte Sachen mitbringen, die du dann dir hier anziehen kannst, weil die Farbe von den Paintballs ist bei 40 Grad auswaschbar. Aber so passt es. Maske hast du ja auch schon dabei. Dann können wir jetzt das Equipment holen und dann kannst du loslegen. Wunderbar. Ja, Peter, kannst du mal sagen, wie wir uns geschlagen haben? Also ich muss sagen, ihr habt das richtig gut gemacht. Man konnte ja auch sehen, dass ihr Spaß habt. Was mir aufgefallen ist, natürlich der sich mehr bewegt, der hat natürlich den anderen schneller erwischt bei euch. Aber und das war ich. Ja, richtig. Keno hat, glaube ich, ein paar mehr Treffer eingesteckt als du. Aber schlussendlich konnte ich als Außenstehender sehen, dass es euch echt Spaß gemacht hat. Und ihr habt euch echt gut geschlagen. Ich gehe jetzt meine Wunden heilen, Keno wahrscheinlich auch. Aber ich denke mal, wir kommen nochmal wieder und liefern uns eine Revanche, oder Keno? Jo. Gut.